So, da sind wir auch schon wieder bei dem nächsten Video. Wundert euch nicht wegen der Trollausrüstung. Dazu werde ich noch gleich was sagen. Ich muss, also was heißt ich musste? Ich bin halt vom anderen Server quasi mit meinem Hauptcharakter rüber gewechselt, um die Attribute quasi einfach für die Videos mit weiter zu leveln, damit ich halt im Hauptgame selber auch noch weiterkomme. Ihr seht schon, den ersten Boss habe ich gelegt, aber ich wollte jetzt eigentlich mich so langsam vorbereiten auf den ersten Boss, damit ich das im Video einpacken kann. Und habe festgestellt, ich habe hier noch gar keine Federn. So, deshalb wollte ich euch nur gerade mal zeigen, wie ich mir die Federn besorge, falls ihr in Dungeons oder so keine Federn findet. Beziehungsweise wie ich zum Beispiel. Ich habe hier auf einer Insel, ich habe eine schöne Insel. Heißt, ich muss mit dem Boot rüber. Was bedeutet aber auch, ich brauche Pfeile für, also Feuerpfeile für den ersten Boss. So, wie hole ich mir meine Pfeile? Ganz simpel. Hier sind hier die Vögel. Achtung. Ja, das war der Vorführeffekt. Bing. Und Achtung, aufgepasst. Jetzt kommt natürlich erstmal da Federn. Meine Tasche ist voll. Oh, was hat das schon hier liegen? Ach, Kohle, Kohle brauche ich hier noch nicht. So, schwupp, ein Vogel gibt 3 Federn. So, jetzt müssen wir halt nur die Augen offen halten nach Vögeln. Nur ihr seht, es ist am Regnen. Ich dachte eigentlich, wenn es regnet, setzen die sich überhaupt nicht hin. Aber einen habe ich dann direkt vor mir gehabt und habe direkt gedacht, komm, direkt Aufnahme drücken, damit ich euch zeigen kann, wie ich mir die Vögel immer hole. Warte, sitzt da einer? Nein. Ich denke mal, aber wenn es regnet, also wenn es nicht regnet, einfach so ein bisschen am Wasserbereich, da sitzen die meistens rum. Wie gesagt, ihr braucht halt wirklich einen Bogen. Also mit einem Anschleichen, ich habe es noch nicht probiert, aber ich kann mir vorstellen, das ist eigentlich fast unmöglich. Also mit dem Bogen, einfacher Pfeil, ich kann es mir mal zeigen, hier einfache Pfeile habe ich jetzt benutzt. Einfach mit einem einfachen Pfeil wegholen, gleich drüber zielen und schon habt ihr die ersten Federn. Wenn ihr da wirklich mal drauf achtet, ihr werdet dann auch die Vögel wahrnehmen. Also wenn du so durch die Gegend läufst, siehst du ja auch vieles nicht. Aber wenn du wirklich mal auf Farmen gehst, nur für Federn, wirst du die Vögel auch entdecken. Ich denke mal, auch wenn es hier nicht mehr regnet, werden wir hier mal mehr Vögel wieder sehen. Aber, ist ein Vogel? Ne, ist nur eine Spiegelung. Gucken, ob wir vielleicht noch einen finden. Ja, in der Luft sehe ich natürlich jetzt auch keinen. Das ist natürlich klar, wenn die Aufnahme ist, dann sehen wir keine. Ah, da haben wir schon den nächsten. Achtung. Leicht drüber. Ja, das war daneben. Aber die sind auch nicht schreckhaft gefühlt. Na, jetzt aber. Zack. Haben wir schon den nächsten Vogel. Und wie ihr seht, jetzt haben wir, wo ist es? 6 Federn. Ergibt in, warte, ich glaube, Feuerpfeile für 20 Stück braucht man 3 Federn. Hätten wir schon mal 40 Feuerpfeile. Wie gesagt, wenn euch damit schon weiterhelfen konnte, gerne ein Abo da lassen, falls ihr noch nicht getan habt. Gerne ein Like da lassen. Und eventuell mal im Livestream vorbeischauen, wenn ich mit meiner Frau dann hier mit dem Charakter weitermache. Und dann würde ich sagen, war es das auch hiermit. Und in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und haut rein.